11. August 2019 auf dem Segelfluggelände Füssen. Es sind angenehme 25 Grad und mäßige 7 Knoten Wind aus östlicher Richtung. Über 10 Kilometer Sicht und keine nennenswerte Bewölkung. Bestes Flugwetter. Die 35 Jahre alte Pilotin eines Reisemotorseglers Scheibe SF-25C hat heute bereits 2 Starts und Landungen in Begleitung eines Fluglehrers durchgeführt. Diese beiden Flüge mit einer Gesamtflugdauer von 17 Minuten dienten als Auffrischungsschulung nach längerer Flugpause. Sie hat schon seit Jahren eine Privatpilotenlizenz und die Berechtigung für Motorsegler. Erst vor einer Woche hat sie 7 Starts und Landungen in Begleitung eines Fluglehrers auf demselben Modell absolviert. Ihre Gesamtflugzeit mit Seglern und Motorseglern beträgt zu diesem Zeitpunkt 138 Stunden. Nun steigt der Fluglehrer aus und will den Alleinflug der Pilotin vom Boden aus verfolgen. Dabei steht er mit ihr in Funkkontakt. Um 10:30 startet der Motorsegler zu einer Platzrunde von der 474 Meter langen Graspiste 08. Der Flug verläuft problemlos und das Flugzeug dreht nach wenigen Minuten zum Anflug ein. Bei der Landung geht allerdings alles schief. Der Motorsegler kommt mit zu hoher Geschwindigkeit herein. Zudem weht ihm auch noch ein Gegenwind von etwa 10 Stundenkilometern entgegen. Statt durchzustarten, versucht die Pilotin, das Flugzeug trotzdem zum Landen zu zwingen. Übrigens ein Fehler, den ich selbst unzählige Male in meinem Flugsimulator mit allen möglichen Maschinen gemacht habe und der eigentlich immer zum selben Ergebnis führt. Statt das Flugzeug mit dem Spornrad aufsetzen und es dann auf die Landebahn sinken zu lassen, drückt die Pilotin den Motorsegler aus dem Horizontalflug herab, sodass das Hauptfahrwerk zuerst aufsetzt. Die Maschine prallt sozusagen von der Landebahn ab. Jetzt versucht die Pilotin aus Reflex, den Gleiter doch noch wieder auf die Piste zu drücken, was zu einem zweiten, deutlich härteren Aufschlag führt, der so hart ist, dass der Holzpropeller Bodenberührung bekommt. Dabei brechen die Propellerspitzen ab. Das Flugzeug prallt erneut vom Boden ab und drückt dabei eine 8 Meter lange Fahrwerksspur in die Piste. Der Fluglehrer brüllt Gas raus und geradeaus aufsetzen in den Funk, aber die Pilotin reagiert nicht darauf. Entweder sie hat es gar nicht gehört oder war bereits damit beschäftigt, durchzustarten. Da sie vermutlich nicht bemerkt hat, dass der Propeller defekt ist, merkt sie auch zu spät, dass der auch mit Vollgas nicht mehr genug Schub erzeugen kann, um die Maschine wieder auf Höhe zu bringen. Zu spät geht sie in den Horizontalflug, um Geschwindigkeit aufzubauen. Der Motorsegler verliert schnell an Fahrt und kippt schließlich mit einem Strömungsabriss in etwa 30 Metern Höhe, also knapp 100 Fuß, über die rechte Tragfläche ab. Er dreht sich nach rechts und schlägt mit etwa 45 Grad Neigung frontal auf dem Boden auf. 4 Minuten und 19 Sekunden nach dem Start endet die Datenaufzeichnung der Bordinstrumente und dokumentiert zuletzt eine Geschwindigkeit von nur 64 Stundenkilometern. Das sind etwa 34,5 Knoten. Das Flugzeug wird zerstört, die Pilotin wird schwer verletzt. Sie wird später angeben, keine Erinnerung an den Vorfall mehr zu haben. Der Abschlussbericht des BFU vom 21. April 2021 merkt an, dass wegen des Sonnenstandes eine mögliche Blendung nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweis: Farbe und Kennung des im Simulator angezeigten Modells entsprechen nicht dem tatsächlichen Flugzeug. In der Werbung sagt man in einem solchen Fall Abbildung ähnlich.